Ja, komm, das kühlt ja wieder ab. Einfach mal einen Schluck Wasser trinken, dann passt das. Und ich tatsächlich mal wieder. Jetzt eigentlich? Wo bist du denn schon wieder? Ah. Was hast du Nichts, gar nichts, versucht? gar nichts. Muss ich mir Noch wieder gerade den Stream mal. angucken, um Autsch, was hat herauszufinden, mir was du. getan? Was für dumme Sachen du machst? Wo zum Teufel bist du? Ach, da. Muss noch Ach, gerade mal hier was Skorpion. klären. Mit einem Skorpion. Du hättest übrigens auch da links durchgehen können, da wäre gar nichts Ja. Oh, gewesen. überlastet. Ich hab noch. Ich hab noch. Also ich bin bei 84%. Ich hab tatsächlich noch. Gebe ich dir mal ein bisschen Eisen hier, bitte? Oder wollen wir das einfach liegen lassen? Ach, du hast. Das ist ja noch Hier. Roheisen. Ja, Und das würde ich tatsächlich liegen lassen. Nasenhornhaut, die würde ich aber mitnehmen. Die nehme ich auch mit. Aber das Roheisen, das ist ja. Oh, da habe ich auch noch vier. Komm, die lege ich da mal zu. Ah, darf ich nicht. Ja, komm, dann lasse ich es einfach fallen. Weil wenn wir Eisen bräuchten, müssten wir jetzt einen ganzen weiten Weg laufen, aber. Wir wissen inzwischen, wo es welches gibt. Oh, guck mal, die Wüste ist vorbei. Ja! Und ich krieg gleich nochmal ein Achievement. Ah, super. Du hast ein Achievement? Warum hast du ein Ein Achievement Achievement aktiviert? gerade bekommen. Ach so, weil ich hier schon mal war, irgendwann vor ewiger Zeit. Wahrscheinlich. So. Das ist natürlich, irgendwie fühlt sich das gerade wie ein sehr krasser Übergang an. Auf der einen Seite Aber. so Wüste mit total heiß und hier hast du plötzlich Nadelbäume. Aber wirklich. Von der Sahara in den Schwarzwald. Ja, genau. Wie? Oh, ein Blümchen. Ein Blümchen, natürlich, die wichtigen Dinge. Mitternachtsblaue Blume. Braucht man, glaube ich, zum Färben, wenn ich das. Andere wollen sich erstmal einen Überblick über die Nachbarschaft verschaffen. Blümchen. Das will ich auch, aber wenn ich ein Blümchen sehe, dann. Ich habe einen heiligen Hain entdeckt. Das sieht mir ziemlich nach heiligem Hain aus. Noch ein Blümchen. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie ein Skyrim. Merkt man überhaupt nicht. Könnte halt auch an der Lichtstimmung liegen, Da ist ein Wildschwein. ne? Cool. Ist das alleine oder sind da noch mehr? Da ist noch eins. Da ist noch eins. Wildschwein in Pfefferminzsoße? Nur ohne die Pfefferminzsoße. Außer du hast Pfefferminze gefunden. Das hat das Schwein mal überhaupt nicht interessiert. Das war irgendwie Warum gerade. guckst du dann immer mich an? Sie schießt mit Pfeilen auf dich. Ja, aber du hast den Wolfskopf auf. Nee, eben nicht. Ich hab einen Rucksack. Ach so, nee, stimmt, das hier nicht mehr. Ja, dann weiß ich Danke, eigentlich. Träger. Stell dich doch einfach zwischen mich und den Feind. Das ist immer eine gute Idee. So. Ich hau einmal mit dem Beil drauf. Da kommt auch nur Steak raus. Na gut. Greifen die eigentlich an? Ja. Ja, tun sie. Kommt direkt auf uns zu. Oh, Träger. Jetzt weiß ich, warum ihr Srald seid. Ihr einfach doof Weil die seid. halt einfach zu doof. Naja, vielleicht hat das Rad der Schmerzen halt auch so ein bisschen ihr Gehirn kaputt gemacht. Naja, gut, wir haben sie ja auch mitten in die Sonne und neben den Kompasshaufen gestellt, also. Ja, eben. Also da kann man schon ein bisschen blöde von werden, glaube ich. Ja, gut. Ey, das ist von der Lichtstimmung hier halt auch Das so ist richtig entsättigt krass, irgendwie, ne? ja. Deshalb erinnert mich das halt gerade total krass ans Grillen irgendwie. Ja, das trifft es auf jeden Fall ziemlich genau. Bäume. Kontrastlose. Ja, da vorne sind ja wenigstens ein bisschen grün. Warum die Bäume hier nicht mal so ansatzweise ein bisschen grün haben, ist ja auch schon wieder ein bisschen merkwürdig. Aber das passt auf jeden Fall. Also, das ist jetzt eine Umgebung, wo sich Andrell sehr viel wohler fühlt. Ja, ich mich auch, sofort. Das ist nicht mehr Wüste, das ist schon mal Gold wert.
Da ist gerade ein Wolf hinter uns gespawnt. Cool. Hinter uns. Magic Wolf. Aua! Das ist viel. Direkt eine verpasst. Auf ihn nicht. Ich auch nicht. Jetzt. So. Und da kullert er runter. Nein, wir brauchen doch noch dein Fell. Halt steht. Oh, da ist ein Down Wachturm oder sowas. Wachturm. Da oben. Ach da. Wenn die wollen, dass wir konvertieren, sollten wir nicht hingehen. Also laut Karte sieht das ziemlich interessant aus, was das sein soll. Ich meine, östlich von uns sieht das aus wie ein Dorf. Und das hier sind Wachtürme. Dann gehen wir doch mal freundlich anklopfen. Ja, wollen wir vielleicht an irgendeine Stelle suchen, wo wir ein Bett aufstellen? Wollen wir freundlich anklopfen? Wie wär's mit hier? Eventuell wäre das, wenn es hier nicht zu steil ist. Überlagern mit anderem Objekt. Hier vielleicht nicht funktioniert. Nee, das funktioniert auch nicht. Vielleicht oben? Vielleicht da unten, aber... Oh, du kletterst da schon hoch. Ja gut, okay. Ja, da oben ist auf jeden Fall flach. Und bis jetzt hat uns noch keiner angebrüllt. Sind die doch bestimmt so tolerant. Nee, nicht runterfallen. Ach, du doof. Also hier kann man tatsächlich ein Bett hinpacken. Schande. So. Reich mir meine Hand. Ja, würde ich ja gerne. Danke. Bitteschön. Gern geschehen. Was braucht man denn dafür? Das sollte jetzt ja nicht so das Problem sein. Für das Bett, die findet. Huch! Hm? Was denn? Ich glaube, ich muss mal gerade einen Screenshot machen. Dann lass mich aber kurz vorher. Nicht, dass ich nachher mit dem Rucksack auf dem Bild bin, das geht ja gar nicht. Ja, gar nicht aufs Bild. Ja, ja. Also, das sieht wenigstens schön passend zimmerisch aus. Ja. Vielleicht so viel mehr ihr Ding. Mhm. So, mal wieder antreten. So, was haben wir denn da vorne? Was ist das? Willst du erst die Wachtürme angucken oder willst du... Jetzt gedacht erst die Wachtürme. Okay. Wow, was habe ich denn gerade für Megaleck? Ah, jetzt hat sich's Brot. Da bewegt sich was. Wollen wir mal gucken, ob die Freunde sind? Hallo, willkommen in Frieden. Hat's erledigt. Der hat gelogen. Ach, das ist ja auch ein Nordheimer. Ach so, ja dann. Warum kommst du direkt zu mir? Ja, echt, hey. Was hat er denn da? Oh, was hat er denn da? Kristall, Stahl. Kristalle, die braucht man nicht mitnehmen. Nee. Stahl reicht eigentlich. Watch out. Oh, da oben ist noch jemand als Bogenschützin tätig. Ja, haha, genatzt, aua. Ich werde mal meine tollen Bogenschützer-Fähigkeiten präsentieren. Ja, warte, ich gehe da mal kurz rein. Machen wir doch mal Platz, du komisch. Oh, wow. Wer hat sich das denn einfallen lassen? Ja, okay, ich bin nicht so die Beste. Ja, schieß mal weiter, das kann noch ein bisschen dauern. Typisch Nordheimer. War das ein bisschen dauern? Ja, ich muss in dem... Du musst hier drin klettern, ja, ist ja super. Ja. Jetzt nicht aber runterspringen. Jetzt bist du oben, okay. So, ja. Hat sich ausgebogen geschützt. Was hat die denn hier in der Tasche? Glas, Stahl und Horn. Glas bitte mitnehmen. Ja, ja, ich nehme das alles mit. Das kann nur meine Trulla sein, die da mit dem Bogen schießt. Ja, 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 ja. Die dreht ja frei. Du, das regnet hier oben noch oft genug, Mädel. Du brauchst nicht mit Pfeilen auf mich zu schießen. Ist doch immer super, wenn man auf NPCs schießt und die einfach nicht reagieren. Ja. Ach, ich stehe hier jetzt einfach.
Hast du mir da gerade einen Pfeil in den Hintern geschossen? Die Schutztürme. Ja, danke, dafür hätte ich jetzt nicht. Die sehen aber schon ziemlich cool aus. Ja. Oh, die haben. Was ist das? Mehrische Trommel. Gehärteter Stahlhammer. Den kannst du. Aha, das ist. Achso, das Keramikgefäß kann bleiben. Ähä. Es ist ein gehärteter Stahlhammer aus cimmerischer Herstellung. Okay. Cimmerischer Herstellung sogar. Ja, steht drin. Zumindest dran. Dann hat er den ja geklaut. Mist. Aber echt. Wollen wir jetzt die ganzen Vanir und. Ja, das sind sogar Vanir. Okay, der kommt macht gut rein, ja? Ordentlich Schaden. Okay, gut. Er ist zwar relativ langsam, aber das Endergebnis lässt sich halt sehen. Rasiermesserpfeile, was ist das denn jetzt schon wieder? Das sind, glaube ich, ziemlich gute Pfeile. Ach, jetzt lauf doch nicht weg. Nee, ja. Okay, bis man damit dreimal zugeschlagen hat. Der Gegner auch schon wieder. Mir juckt es ja in den Fingern, diese Bogenschützin einfach hier stehen zu lassen. Hey, ihr Barnier, ihr könnt sie nicht haben. Ich meine, wir könnten Marie locken, aber. Ja, oder wir stellen die einfach ins Dorf und lassen sie dann da wieder stehen. Aber wie kann ich das denn halt, haben? Also, ein Bogenschützen kann halt theoretisch ja schon sehr nützlich sein. Ich weiß auch, warum der Hammer so viel Schaden macht. Der macht 40 Damage. Ja. Jetzt schießt er auf dich, glaube ich. Haben wir es bald? Ich glaube, die ist ein bisschen ungehorsam. Ich fühle mich so ein bisschen verarscht. Aber keinen Schaden machen, so eigentlich nicht. Vielleicht haben sie das. Also geht das doch. Also es macht auf jeden Fall Squish. Aber warte mal, macht das bei dir auch? Nö. Hm. Also vielleicht wird uns nur der Hitpoint-Balken nicht angezeigt. Kannst du ja mal gucken. Ja, also 300 hat sie. Komm mal zu. Ja, Moment. Bleibt bei 300. Hm. Haben sie es vielleicht so ausgemacht? Bei mir geht das immer noch. Hm. Hm. Also ich hätte nicht so das große Problem, die jetzt alle zu töten, aber. Das ist die Befürchtung, dass wir jetzt wahrscheinlich Loot finden. Richtig. Wollen wir mal nochmal in den Osten zu dem Dorf? Vielleicht ist das auch wieder ja. so ein verbündetes Dorf. Ich sehe Schnee. Schnee. Ist ja, wir haben es entdeckt und wissen, dass wir hier zurückkommen können. Richtig. Auch auf der Suche nach Nordheimer Sklaven. Yay. Da unten ist ein Fluss. Ich will mir den Fluss ansehen. Sehr weit weg vom Dorf. Ja, schade. Sonst hätte ich ja, irgendwie schon. Gut, gehen wir zum Dorf. Ich habe so das Gefühl, der Chat hat die Nachricht eine gefühlte Stunde gefressen. Brandon, was meinst du? Er schrieb gerade, ja schade, sonst hätte ich auch nochmal überlegt anzufangen. Weiß nur nicht, worauf es sich bezieht. Vielleicht auf den Bug mit der Bogenschütze. Oh ja, okay, das kann natürlich sein. Keine Ahnung. Oh, das da unten sieht ja nice aus. Mit dem Fluss. Oh, ja. Ich glaube, ich habe eine Idee, wo wir demnächst hinziehen. Oh, da hinten ist Schnee. Yep. Das ist auch. Mhm. Ich finde, dieser Grünstreifen, dieses gemäßigste, ist irgendwie ein bisschen zu klein. Wenn man sich das Verhältnis Wüste zu Rest anguckt. Ja, die Wüste ist schon mit das. Also, was heißt mit? Die Wüste ist das Größte. Mhm. Irgendwie am Grenzgebiet, so zwischen Schnee und diesen Nadelwäldern. Wäre, glaube ich, ein guter Platz für ein zimmerisches Bürglein. Ja, das wäre ja fast hier direkt am Fluss. Wow,
Sovjet Salsa hat ein YouTube-Abo dagelassen. Dankeschön. Oh, hier gibt es falsche Raune. Und Pipe, Pipe. Was du wieder sammelst? Glaube ich auch was zum. Falscher Falscher Alraune. Alraune Samen ist, glaube ich, auch was zum Färben. Also Was ist denn jetzt das? zugegebenermaßen Ein nicht Busch mit kleinen so Beeren. wichtig. Ach, die kann man nicht essen. Oh, hier müsste Die es Beeren der Hochlandbeeren, echten oder? Alraune müssen im Licht des Mondes am Grab eines toten Mannes gepflückt werden. Mein ja nur. Wo bist du denn schon wieder hin? Bist du schon wieder Ich schmeiß überladen? mal die Kristalle weg und vielleicht auch noch. Was schleppst du? Oh, ich bin auch bei 93, trotz. Ach so, das Holz, ja, das Holz kann weg. Oh, ich habe rohes Schweinefleisch. Aha. Ich glaube, wir müssen demnächst mal eine Feuerstelle oder sowas errichten. Ja, ich habe auch eine Menge Fleisch dabei. Dann können wir das mal verkochen. Ich glaube, gekochtes oder gebratenes ist dann doch ein bisschen leichter. Kann ich ja vergleichen. Was haben wir denn hier? 0,9. Nö. Es wiegt beides gleich, aber im einen Niemand Zustand von ist es nützlich. Himmelsholm. Ist das das Dorf? Nee. Aha. Ja, was ist es denn? Ja, ist es nur dieser. Nur dieser eine Turm? Das scheint so. Blümchen. Ist aber auch nur aus Stein gebaut. Mehrere sogar. Das ist so typisch. Erstmal abbauen. Gucken, aus was es besteht. Erstmal auf alles mit der Spitzhacke einhauen. Ja, nu. Du klaust ja alle Blümchen. Da habe ich noch eins übersehen. Aha, hier haben wir Jetzt auch habe ich alle Blümchen geklaut. eine Eisenzufuhr. Zwar noch nicht so viel, aber. Das sieht ja nicht gerade einladend aus. Achso, Ich darum. finde, das sieht total einladend aus. Ich will da Meinst du? unbedingt Aber reingehen. da. Naja, was soll's. Ach, was soll's? Das Dorf ist aber da rechts. Da geht's Richtung Schnee. Gottesklauenweg. Aha. Wahrscheinlich wegen diesen Gebilden. Das Hier würde ich gibt's auch so Eisen. sagen. Ja, das ist doch und nicht gerade zu wenig. Am Anfang krepelt man für jedes Eisen rum und jetzt. Ich meine, wir haben ja auch noch. Jetzt lassen wir sogar Eisen liegen. Naja. Gut, wenn wir jetzt auch tatsächlich noch Eisen mitnehmen, also richtiges Eisen mitnehmen würden, dann wären wir ja sowas von überladen. Hoppala. Ah, ich glaube, wir. Oh, da vorne scheint Schnee anzufangen. Bin ja nicht neugierig, aber. Und wir frieren uns auch noch nicht den Arsch ab. Also, das ist auch schon mal Das ein wäre Plus. eigentlich auch blöd als Cimmeria, wenn du dir jetzt hier schon. Ja, das ist ja. Da bräuchte Wobei man ja noch ich nicht mal ein Jäckchen, also. glaube nicht, dass sie die verschiedenen Völker da großartig Also ich weiß, bei der unterschiedlich gemacht Charakterschaffung haben. steht bei den unterschiedlichen Völkern, dass die einen Bonus haben, nur bei den Cimmeriern, die kriegen gar nichts. Oh, na toll. Weil wir sind einfach cool. Wir brauchen nichts. Ach so, ja, okay. Was ist das? Kann man das natürlich auch sehen. So. Was ist das Nee. hier? Das nennt sich schon Interessant aus. Brücke des Verräters. Okay. Wieso sieht. Wieso haben die hier eine kitajanische Brücke? War dann wohl ein italienischer Verräter. Ja, das scheint ganz so. Oh, mir ist gerade sehr kalt. Extrem kalt ist mir. Extrem kalt. Wo bist du denn hingerannt? Also mir ist nur kalt. Auf die Brücke, ich erfriere gerade. Echt? Ja, dann solltest du vielleicht mal wegrennen. Oh, jetzt ist mir auch sehr Ja, ich kalt. krieg Schaden. Ja, sollten wir vielleicht mal. Na gut, dann ja, okay. Kommen wir später wieder. Warte mal, was passiert, Lalalala. wenn man so macht? Kontert das so ein bisschen? Schauen wir mal.
Sehr kalt. Kalt. Sehr kalt. Nö. Hilft nicht. Jetzt ein Feuerwasser. Ja, oder ein Feuer. Würde ja auch schon helfen. Was brauchen wir denn dafür? Feuerstelle. 5 ja, jetzt Äste. Hat der Schaden hat jetzt aufgehört, aber wir kommen ja scheinbar nicht weiter. Nee, nicht weiter nach Norden. Schade. Da unten ist ein Feuer, wenn ich das richtig sehe. Ja. Fragen wir doch mal freundlich, ob die uns an ihr Feuerchen lassen. Mal freundlich, wie es nun mal unsere Art ist. Pack schon mal den Hammer aus. Na nü? Ah. Wieder sehr kalt. Judentag. Wir kommen in Frieden. Aber ihr nicht. Hammer gut, ja? Ja, Hammer ist witzig, ja. Aber nicht ganz mein Stil. Für Zakari wäre das passend, aber... Ja, der Speer ist auch nicht so ganz meins. Also, vom Stil her. Kann es auch, sein, dass hier mehr... Oh, das ist erstmal ein Geist. Und kann das sein, dass hier auch deutlich mehr Spezialisten rumgeistern als... Also, sie haben offensichtlich nicht daran gedacht, dass man in der Nähe vom Feuer sich wärmen kann. Also zumindest nicht von dem Feuer. Ich weiß, also zumindest war es mal so, dass diese eigene Feuerstelle, dass die funktioniert hat. Was ist das? Ah, da. Hier diese Kochstelle, die man nicht benutzen kann. Hallo, Geist. Ich würde gerne ein Lagerfeuer benutzen, aber ich darf nicht. Ja, nee, von anderen, das ist mir auch schon aufgefallen, das geht nicht. Das ist ein Buch, diesmal darfst du vorlesen. Okay. Ragnis Tagebuch. Werter Reisender, ich bin Ragnis, Meister des Schwertes und Bezwinger von Totamon, das halte ich für ein Gerücht, überragender Krieger und Bluttrinker. Doch selbst ich kann dem Himmel nicht die Kehle durchschneiden. Das Wetter hat mich gezwungen, mein Lager zu verlegen. Du findest mich im Westen. Wenn wir uns treffen, werde ich dich wie schon vielen vor dir die Kunst der Klinge lehren. Aber ich habe keine Angst. Als Mitglied meiner Armee wirst du den Ruhm von Krieg und Sieg erfahren. Dann werden wir uns in den Hallen meiner zahllosen Schlösser, was? Mit honigglasierten Kapaunen laben. Okay. Prost, würde ich mal sagen. Das mit den Mahlsteinen zu Salz, das weiß ich schon. Das andere wusste ich noch nicht, deshalb sage ich, sage es nochmal, bitte nicht so viel verraten. Also bei so Sachen wie mit den Zetteln, die auf dem Boden liegen, das ist schon ein guter Hinweis, weil die hätte ich halt einfach übersehen, ne? Und das ist ja schon, das ist ja einfach eine nette Info. Aber so was Crafting-Sachen angeht, ich glaube, das wollen wir noch ein bisschen selber rausfinden, ne? Ja, sonst, wie wir ja auch in einem der ersten Streams gesagt haben, ansonsten könnten wir ja auch einfach die Wiki nebenan auf dem zweiten Monitor anhaben und genau. Nachlesen. Weil das mit den Bannern zum Beispiel, das ist dann was, das kann man schon mal sagen, weil da kommt ja kein man Schwein halt selber drauf. Eventuell echt nicht raus. Ja, aber ja, also gerade so Crafting-Sachen. Auch noch ein paar Äste. Jawohl. Reicht das? Ja, wenn man kontrolliert nur die rechte Maustaste, ja, das ist halt der schwere Angriff, ne? Und der macht halt mehr Schaden, aber da muss man halt auch treffen. Nicht immer so einfach. Hast du vielleicht noch ein paar Steine einstecken? Ich habe, glaube ich, die letzten Steine alle weggeschmissen. Habe ich ja auch. Lass die mal weg, weil die halt schnell überladen. Der Träger eigentlich jetzt, also der hat wirklich so gar keinen... Eisenstein? Was zum Teufel ist denn jetzt schon wieder Eisenstein? Eisenstein? Ja. Ich wollte einfach nur mal ganz stinknormalen Stein. Und was kriege ich? Eisenstein. Ja. Da. Hell? Okay, das kann man wahrscheinlich auch einfach dann zu stärkem Leder machen. Das, was ich als nächstes wegschmeiße, wird wahrscheinlich das Chitin sein. Ich wüsste auch nicht, wofür wir es brauchen.
Ich weiß halt auch, wo man es gut herbekommt. Also von daher jetzt Spinnen. nicht unbedingt mitschleppen. Wir haben ja schon 100er Stack. Richtig. Kommt ja auch noch Genau. dazu. So, Richtig. wir verbringen hier die Nacht offensichtlich, oder? Ja, ich möchte gern hier irgendwie ein richtiges Lagerfeuer hinsetzen, aber ich darf nicht. So, warum nicht? Was fehlt dir? Gebäude Steine? ist hier nicht zulässig. Zulässig. Ja. Dürfen So, weil denen ihr du Lager nicht so nah zubauen. dran bist an, Ja, ja. an dem Geist. Ah, hier darf ich. No. Zack. Ja gut, dann kann ich da auch mal So, Fleisch reinhauen. hier. Erstmal Feuer an. Gute Idee. Fertig. Ja, passt. Passt schon nichts mehr rein. Oh, was hast du denn da? Was Aber ist das denn? es scheint zu wärmen. Wo ist Schweinefleisch? War Ja, das von dem von den Eber? Wildschweinen, ja. Oh, okay. Ich gehe mir mal Okay. ein bisschen Wasser holen, auch wenn es scheiße kalt ist. Ist halt dann, ja, altes Wasser. Aber ich glaube, das Feuer Wildfleisch, aber ansonsten. scheint tatsächlich ein bisschen zu wärmen. Ja, das wärmt. Albern, ne? Ja, aber das große Lagerfeuer nicht. Das ist sehr Ja, das, logisch. ja, das ist total logisch, ja. Ach so, jetzt Es macht er ist erstmal super Steaks. logisch. Wieso macht er erst die Steaks? Naja. Ich finde das lustig. Er grillt die Steaks, er grillt die Keulen, aber die Schweineschwarten kocht er. Frag nicht. Wie Bisschen grillt er? Abwechslung rein. Richtig. Aber dann haben wir auch wieder Essen für unterwegs. Ja, es ist, ich bin total, ich habe auch überhaupt nichts mehr dabei, also. Also ich bin tatsächlich. Ich könnte noch einen halben Stack Kohle wegschmeißen. Was hast Aber. du denn mit den 50 Steaks gemacht, die ich dir gegeben Gegessen? habe? Wow. Wer vorne steht und auf die Schnauze kriegt, der braucht halt auch ab und zu mal ein bisschen was zu essen. Und wenn man dann auch noch vom Baum fällt oder sonst wo runter, dann tut das halt weh. So, was haben wir denn? Haben wir was Cooles Neues zur Auch einiges Verfügung? gefuttert, aber ich glaube nicht 50 Steaks. Oh, was seid ihr denn? Normale Pflanzen fassen? Gärmittel. Gärmittel? Bestimmten Hefen, die auf unterschiedlichen Wegen geerntet werden, lassen sich Brote herstellen, die weicher und wohlschmeckender sind als einfache Fladenbrote. Hä? Was hast du denn Für schon wieder aus gefunden? speziellen Pflanzen gewonnene Hefe eignet sich besonders gut als Gärmittel. Oha. Okay. Davon sollten wir auf jeden Fall ein paar Samen mitnehmen. Ja. Aber schon. Bin Achso. direkt überlastet. Überraschung. Aber die Pflanzenfasern kann ich ja wieder rausschmeißen. Ja, klar. Ja, ich schmeiß jetzt endlich mal das Chitin weg. Ja, das brauchen wir tatsächlich nicht. Bin auch die ganze Zeit im. Oh, ich habe noch 42 Knochen. Die brauchen wir die Weil noch? Ich glaube nicht. die ganz normalen Knochen, die brauchen Ja. wir. Die können weg. War doch auch genug von. Ja, und zur Not, die kriegt man ja tatsächlich aus jedem dahergelaufenen Vieh. Wo ist der Unterschied zwischen einem Eisenstein und Eisen? Ich weiß nicht, sagt die Info nix? Kann zu Eisenbarren gemacht werden. Eisenstein kann mit zusätzlichen Brandbeschleunigern während des Schmelzvorgangs weiter gehärtet werden. Da Alchemisten die Geheimnisse ihrer Brandbeschleuniger mit Argusaugen hüten, sind Experimente mit einem Kessel unabdingbar. Okay, aber ja, dass die anderen Eisenbahnen auch Also wahrscheinlich kannst du aus Eisenstein härter direkt machen. Stahl machen. Sodass du dann halt nicht den Zwischenschritt machen musst. Ja, natürlich möglich.
So. Ich könnte den Bändiger Level 2 lernen. Ich weiß noch nicht, was der bringt. Verstärkter Tierpferch. Ob da mehr Viecher reinpassen? Oder ob das schneller geht? Das weiß ich nicht. Er ist auf jeden Fall. Also das Einzige, was ich weiß, ist, dass man da halt mehr Ressourcen braucht. Ja. Da. Ist irgendwie naheliegend. Ja. Ich wollte gerade sagen, da wäre ich auch nicht so drauf. Glaube, ich lasse das Wenn Essen du erstmal dir. Steinmetzgeselle gelernt hättest, dann könnten wir jetzt isolierte Häuser bauen. Häuser, also quasi Häuser, in denen man nicht friert. Richtig. Na, wenn wir hier jetzt ein Haus bauen, würden wir uns ja auch den Arsch abfrieren. Ja. Okay. Und ich habe noch 46 Stahl. Und diese komische Nashornhaut. Da bin ich ja mal gespannt, was da rauskommt. Ich hoffe auch die dicke Haut und dann halt verstärktes Leder. Das hoffe ich auch. Schon mal die letzte Rüstung machen. Nee, das suche ich nicht. Aufzüge. Und dieser plötzliche Übergang zwischen den Ja, das Kulturen ist ist schon wirklich so witzig. schnipp und fertig. Du hast ja Bei keinen. so Nadelwald und Schnee verstehe ich das ja noch, aber Ja, halt aber hier. Nadelwald und Wüste? Auf diese. Ja. Moin, Starstopp. Wow. Das dauert hier noch ein bisschen, ne? Ja, bis das Essen fertig ist? Wobei geht eigentlich noch. Ich habe eher die Befürchtung, Mal dass ein das paar Holz Sachen nicht reicht. reparieren. Reparieren? Ach, ich habe gar keine Eisenbahn. Was wolltest du denn reparieren? Nur mein Abholtemesser, aber das ist eigentlich noch. Es ist auch fast Na, ganz. okay. Daher. Oh, ich habe keine Eisenbarren mehr. Achso, die hat ja unser Träger. Hab, hab, hab. Noch ein paar Sachen nicht wegschmeißen könnte, also so dramatisch ist es noch nicht. Also da bin ich immer gespannt. Was braucht man denn dann für eine komische Rüstung, um dann im Winter zu überleben? Oder ist das die Schwere? Vielleicht muss man dann einfach immer Feuerwasser dabei haben. Wäre natürlich auch eine Ja, das kann ja Möglichkeit. nicht. Aber das könnte es eigentlich nicht sein. Nee, Aber ja, die. ich könnte mir schon vorstellen, dass die schwere Rüstung dann das, ja, Also laut verbringt. Anzeige vom Crafting-Menü her nicht. Bin übrigens nicht mehr weit entfernt vom nächsten Level. Cool. Ja, noch Reliquien suchen. 31 Punkte hier verfügbar. Und das sind die DLC-Dinger. Der Legionjäger Hemd, wann habe ich denn? Ach, das ist wahrscheinlich so ein neues Rezept. Oh ja, I stimmt. see. Ja gut, die werde ich jetzt mit Anrell aber nicht anziehen. Nee, ich auch nicht. Weil der Turban den Kopf vor Elementen schützt, aber ne. Ich finde es super genial, dass ihr das Spiel gerade von null auf anfangt. Mal super interessant zu sehen. Ja, freut uns. Weil das ist Ja, ja. wir sind Noobs. Richtig. Und es ist, also, zumindest finde ich es persönlich so, wenn wir jetzt irgendwie die super Vollpros wären mit Guide und hast du nicht gesehen. Das braucht sich meiner persönlichen Meinung nach keiner angucken, weil das kann ja jeder selber machen. Quasi Wiki auf und Ja, vor nebenbei allem, wir werden laufen es die lassen. meisten doch inzwischen kennen, oder? Richtig. Aber ich habe keine Rüstung mit Kälteschutz 2 oder sowas. Irgendwie werden wir da sicherlich noch auf irgendwas stoßen. Es gibt zimmerische So, Rüstung. Mein Essen ist fertig. deine gekohlten Grille sind fertig, wollte ich gerade sagen. Oh. Es wird spät, oder was? Noch fertig, ne? Ist voll früh noch.
Hochwertig, okay. Das Fleisch einer der ungewöhnlicheren Kreaturen im. Aha, und warum verschwindet dann das Ding? Noobs sind nur die, die lernresistent sind. So, ja, dann sind wir halt einfach no Neulinge. Die lernen. So, wollen wir mal hier hochgehen? Oh. Ja. Füll mal eben noch meinen Wasserschlauch auf. Also die Schwarte soll angeblich länger satt machen, laut Beschreibung, die dran steht. Ah, es ist kalt. Was? Ach so, das Wasser. Ja. Muss jetzt Doch, erstmal einfach rein, ne? zwei Bahnen hin und her schwimmen. Nee. Das härtet ab. Nee. Hallo, seid ihr Freunde oder Feinde? Guten Tag. Oh, das sieht aber auch hübsch aus. Ich bin der Tor, ich möchte hier Das wohnen. ist ein Emir-Altar, Au. also von daher würde ich sagen, das sind keine Freunde. Und dann hat er auch noch nicht mal die Eier in der Hose, im Nahkampf zu kämpfen. Komm her, du. Auch doof. Oh, und jetzt habe ich einen Soundbug. Ich höre keine Kampfgeräusche mehr. Au, jetzt höre ich welche. Aber auch nur, wenn ich auf die Schnauze kriege. Das ist ja auch toll. Hey, Level up. GZ. Oh, jetzt ist wieder meine durchgeknallte Bogenschützin. Ach nee, das Doch, ja. ist ja noch schlimmer. Ein Träger fängt Streit an. Ja, wie Ist okay, unhöflich. wir werden erstmal kurz hier alles niedermachen. Ja, wie üblich. Sehr gut hin. Wie kommst du da aus? Ach du Schande. Oh ja, geht schon, geht schon. Sollten vielleicht auch mal treffen, dann. Ich habe gerade keine Ausdauer mehr. Ja, warte doch kurz. Du kriegst doch gleich dein Pferd weg. Hoppala. Das klang sehr Ja. ungesund. Guten Tag. Es geht wieder los. Ja. Zum Glück ist da absolut Was nichts willst du Nützliches machen? in der Kiste. Was hast du denn? Austernfleisch. Was haben Wann wir denn denn hier hier? in der Gegend bitte Austern her? Öl, Stahl und Glas. Der hier hat eine Panther-Trophäe. Ja, die kann er auch behalten. Ich weiß zwar nicht, wo er die hier oben her hat, aber. Das. Aber immerhin brauchen wir hier keine Angst vor Schneestürmen. Oh, sehen die Häuser süß aus. Ja, ne? Ich finde die auch knuffig. Voll niedlich, ey. Oh, guck mal, ein Wie sieht Altar, es den bei können wir jetzt dir erstmal so schenken. aus mit dem Platz und so? 99%? Ach! Ach Mensch! Ja. Ja, doch so gut. Aber Junge, halt das Fleisch. Also wenn du exotisches Fleisch in der Tasche hast. Eins macht fast einen halben Balken. Sachen, aber dann hätte ich ja noch mehr. Ach, Nordhof ist. Ob das repräsentativ für das Dorf da unten ist? Ah, hier ist noch Aber ein die bauen doch nicht so ein Turm. riesiges Dorf, damit man da nicht rein kann. Also, ich kann jetzt irgendwie. Oh. Wollen wir einen Mammut töten? Nein, vielleicht lassen wir das. Warum nicht? Kein Problem. Ich Wo meine, tummelst du dich es denn ist schon ja wieder rum? jetzt nicht so, als ob wir hier irgendwie Probleme hätten. Und was hast du denn schon wieder gefunden? Du bist doch bestimmt überladen bis zum geht nicht mehr. Absolut überladen gerade, ja. Und ich sehe dich nicht mal. Hier hinter einem Haus. Hinter einem Haus. Weil da war nämlich noch eine Truhe. Ach so. Das sind 8, naja. Ja. Danke, Random, dir eine gute Nacht. Schlaf gut und wir sehen uns. Es kann ja dann nur das Haus da sein. Ach, da bist du. Also ich hätte jetzt 2% zur Verfügung. Und ich könnte den Hammer auch jederzeit wegschmeißen. Wie viel wiegt der denn eigentlich? 5,5. Ist noch exotisches Fleisch drin. War gerade nicht gekocht, aber das hätte jetzt auch ewig lange gedauert. Also wenn Ja, jetzt bin tatsächlich. ich bei 99. Okay. Bisschen Also, umsortieren. Ich ich höre würde. das Mammut, glaube ich.
Ich würde tatsächlich sagen, also wenn es nach mir ginge, wir machen noch einen Schlenker übers Dorf, gucken, ob das Freund oder Feind ist, und dann treten wir die Rückreise an. Auch wenn ich Auch ehrlich mal nach den gesagt nicht Tieren weg gucken. will. Bitte? Auch mal nach den Tieren gucken. Nach Tieren? Ach so. Ja, nach unseren Ja, ob die vielleicht endlich mal fertig hoffentlich sind. inzwischen fertigen Tieren. Ich dachte schon, Sind du die Hütchen hier süß? kämst jetzt auf die Idee, du möchtest hier vielleicht noch irgendwie dir noch ein Ja, Tier in voll. die Tasche stecken. Voll, total. Also ich wäre dem nicht abgeneigt, wenn es ein Babywolf wäre, aber bis wir dann Mit zu dem Hause sind. Baby-Mammut. Ja, aber nur wenn du dann mit der Vielleicht. Mama redest. Man lebt nur einmal. Hui. Warum ich keine Mütze auf habe, das ist ehrlich gesagt ein absolut eitler Grund. Ich mag die Haare einfach total gern. Und Kopf-RP. Ich möchte einfach die Frisur sehen, weil mir die total gut gefällt. Ich auch, aber ich habe gerade den Rucksack auf dem Rücken. Ja. Wo bist du jetzt runter? Direkt die Mauer, vor der wir standen. Also der tiefe Abgrund, vor dem du stehst. Da bin ich einfach runtergehüpft. Und bin dann an der Wand runtergeschlittert. So wie ich es immer mache. Kennst mich doch. Ja. Und wo bist du? Du bist doch Klettere bestimmt gerade wieder. runter. War genau so gewollt. Ja, total. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das Freunde oder Feinde sind. Asuras Ruhm. Hä? Blümchen pflücken, ist wichtig. So, Oh, ich bin überrastet. Neu-As? Was? Neu-Asagard? Ich glaube, die haben sich vertippt. Reiseabschnitt abgeschlossen. Neu-As? Achso, da steht's auch richtig. Neu-Asgard besuchen. Das ist ja auch nur Kapitel 8. Dann sind wir wohl ein wenig voraus. Oh. Kann es sein, dass diese Reiseschritte echt viel Erfahrungspunkte geben? Das mag durchaus sein, aber wir haben eine Info bekommen, ohne dass wir in das Dorf müssen. Du hast das durch ein wallgeschütztes Dorf Neu-Asgard gefunden, doch die Einheimischen waren wenig erfreut über deinen Besuch. Anders als in Sepermeru sind im Dorf dieser Grobiane Fremde wohl nicht willkommen. Wozu gibt's dieses Dorf dann? Naja, um es vielleicht. Also, ne? Um das zu Bin nicht mehr so plündern? richtig Nadelwald. Komm, die sind doch nicht feindselig. Und Was mal weiß denn nachgucken das gehen, während Reisetagebuch ich. schon? Guten Tag. Hier wohnt ja gar Repariere. keiner. Die Mod Fashion ist, da kann man alle möglichen Rüstungen anziehen und eins davon auswählen und auch verstecken. Das wäre vielleicht echt mal eine Überlegung wert. Die sind tatsächlich Ja, feindselig. Tragekapazität, ne? Das ist halt wirklich. Also da könnte man echt mal überlegen, ob man sich irgendeine Mod installiert, wo man halt den Helm verstecken kann. Damit man halt die Werte nicht einbüßt. Wäre eine Überlegung wert. So, kletterst du jetzt mal hier hoch, Mädel, oder nicht so? Ich habe Freunde gefunden. Vielleicht gehen wir einfach in diese Richtung. Freunde, du meinst Freunde. Ja, die üblichen Freunde, die wir mit kaltem Stahl begrüßen und so. So, Aber ich glaube, die kommen hier nicht hoch, also von daher. Ihr habt hier oben selbst eine Hütte gebaut, ihr Vollidioten. Das. Auch die Notizen lesen. Wenn wir sie finden und wahrnehmen, dann lesen wir die auch. Ja, meinst du Notizen, die auf dem Boden rumliegen? Weil die muss man erst mal sehen. Okay, also haben Freunde. wir hier ein. Warum ist das denn dann grün auf der Karte? Ach Ich du, weiß auch nicht. die Farb. Das habe ich eh noch nicht so ganz kapiert. Was der Reliquienjäger, ja, das war ja genau. Ja, die hier sind feindselig gesehen. Bläulich, das ist lila, das ist auf jeden Fall feindlich. Aber zum Glück habt ihr keine Bogenschützen hier vorne am Tor. Und Und doch habt ihr. Aua.
Ich wollte mich gerade über euch lustig machen. Seid froh, dass ihr keine Stygier seid, sonst sähe das ganz anders aus. Komm her. Jetzt habe ich aber auch die Faxen, Dicke. Also ich fürchte, um das ganze Dorf auseinanderzunehmen, habe ich echt nicht mehr genug Platz. Also um sie auseinanderzunehmen, braucht man ja keinen Inventarplatz, aber um Ja, aber dann du den kannst sie Loot doch nicht töten einzusacken. und dann das ganze Loot liegen lassen. Na doch, kann ich. Ja, ich aber nicht. Das ist ja wieder was anderes. Was hat ihr? Aber wenn wir hier alle getötet hätten. Wein nehme ich mit. Der hat einen Stahlpickel. Überlastet. Ja, Stahlpickel wäre auch nicht schlecht, ne? Aber ich. Ja, dann bin ich aber. Dann warte. Dann nehme ich den und schmeiß den Hammer weg. Was soll's. Ja, dann Könnt ihr habe ich noch wieder Platz. den Speer wegwerfen, weil der ist jetzt eh bald hinüber. Ach, den Stygischen. Der bringt mir eh bald nichts mehr. Dieser Pfeilregen kann ja auch wieder nur von einem kommen. Oder von einer. Ja, natürlich. Diese Frau bringt mich noch um den Verstand. Natürlich. Oder ich lasse die Teerkugeln hier, weil da haben wir noch genug von. Ja, oder du schmeißt sie ja einfach in den Eingang. Dann hast du auch das Reiseziel, eine Kugel werfen, erfüllt. Hey, das wäre auch eine Idee. Also es reizt mich, das Dorf tatsächlich zu brandschatzen, aber später. Du bist schlimm manchmal. Was denn? Bin ich schlimm? Bin nur sehr zielstrebig. Nimm das! Ui, toll. Wir kommen wieder. Ja, ha. So. Oh, Wenn dann wir habe ich sie mehr benutzt, Loot tragen anstatt sie liegen können. zu lassen. So, und was macht das? Macht das. Oh, das ist glatt. Ich hab, bin Ach, da noch eine schlittert Stufe man so ein aufgestiegen. bisschen. Meine Herren. Interessant. Was? Ach, Wieso sie habe ich jetzt Kugeleffekte kombiniert? Ich habe doch nur zwei von derselben Art aufeinander Ja, geschmissen. vielleicht macht es dann noch glatter. Höre jemanden Ja. Pfeile abschießen. Die Troller hört nicht auf. Der Troller, Ich hatte ja naja. gehofft, Oder dass soll hier ich der. irgendwann die Pfeile einfach mal ausgehen, aber Sag nö. mal, der Troller kann man doch auch was ins Inventar legen. Willst du das wirklich? Naja, solange wie es keine Pfeile sind, die sie sinnlos verschießt, könnte man das tun. Können ja mal gucken, was hast du denn? Die. Ja. Komm, ich pack dir mal den Stahlpickel ein. Nee, warte. Dann nehme ich lieber irgendwas, was stackbar ist. Sowas hier zum Beispiel. Oder das Ja, da. das hatte ich auch überlegt. Warte, dann Dann bin ich nämlich gleich bei 93. Yay! glaube ich mir aber noch irgendwie so 5. Dann kann ich nämlich noch schnell Wasserkugel, ja, die könnte man die auch. Fackel noch reparieren. Wenn nicht, wir haben Feuer zu löschen, aber Partikel essen. Oha, das wird eine Rückreise. Wobei, so schwierig ist die gar nicht. Aber Dann kann da man wir uns ja hochstecken. Ja, okay. alles Mögliche angucken. Ja, ich bin noch furchtbar neugierig. Also dieses Dorf würde ich mir jetzt echt gerne angucken, aber Ich auch, aber es macht keinen Sinn. das wird dann sehr schmerzhaft, wenn man halt nichts mitnehmen kann. Wobei, Vanir Daher. töten kann man eigentlich immer, aber. Boah, ich möchte hier ganz viel mir angucken und erforschen und sammeln. Dann haben wir ja ein Ziel für nächstes Mal. Wir hoffen, dass die Tiere jetzt endlich fertig sind. Dann können wir nämlich unsere Sachen packen und dann hier Richtung Norden. Was bist du? Bist du ein Feind? Ach, du Das, bist ein das, Wolf. das, ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass das hier Das sah von hinten aus wie ein Baumstämme sind. Stein. Aber ich weiß auch nicht warum. Ich habe mich schon gewundert, warum du da einfach so hinläufst. Ich wollte gucken, was das ist. Das sah so ein sehr merkwürdiger Stein aus. Aber vielleicht soll mir das einfach sagen, dass ich um diese Uhrzeit nicht mehr wirklich auf irgendetwas achten soll. Hört ihr wohl mal Na, auf? komm, Checky. Kann da sehr Na schmerzhaft denn? dran sein. Ja, ich glaube das sofort. Wolfsfell. Ach, bis jetzt haben wir. Sehr naheliegend. Bis jetzt haben wir aber noch gut alles weggesteckt, was. Das stimmt, bisher ging es. Weit ist das halt echt so viel einfacher, ne? Ja, das auf jeden Fall. Also Oder ich hätte ein auch nicht Spiel, gedacht, dass es dann. zu zweit tatsächlich so viel einfacher ist. Komm, das Wildfleisch kann aber tatsächlich weg. Oh, da ist noch ein Wolfchen.
Wenn du Wolf Ja, Welpen er hat mich auch schon findest. gesehen. Das sind zwei übrigens. Ach nee, das eine ist ein. Ach, das ist dein Träger. Oha. Sollte um Was die krass. Uhrzeit vielleicht tatsächlich nicht mehr gucken. Hast du einen Träger mit einem Wolf verwechselt, ja? Von oben! Das sah halt so. Ich gehe einfach mal Richtung Süden. Hallo Wüste. Lange nicht gesehen. Ja, ist okay. Ja. Das ist einfach diese Bogenschütze. Was war das denn für ein Geräusch, bitte? Was? Ich hab's nicht gehört. Hier sind sehr Mann, viele sehr Wölfe. merkwürdig. Hey, hier gibt's wieder Gelblotus. Ach, du mit Oder? deinem Ist doch Lotus. Gelblotus. Ja, es ist Gelblotus. Oh, hallo Wolf. Aha. Ja, siehst du, das hast du verdient. Diese Lotussucht ist schlecht für dich, aber du hörst ja nie auf mich. Findest ja nur die Farbe so toll. Oh, diese Frau. Aber jetzt schleppt sie ja tatsächlich was Nützliches mit sich mit, also kann ich sie ja auch nicht stehen lassen. Richtig, jetzt ist sie quasi noch zum. Wir könnten ja den Bogen wegnehmen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Und nicht, dass der nachher auch noch spawnt, ne? Aber wir können es mal ausprobieren. Bogen, gib den mal her. So. Aber so ganz wehrlos möchte ich sie ja jetzt nur auch nicht durch die. Ach, weißt du was? Was soll's? Oh, ich glaube, ich gerade irgendwas weggeschmissen, was ich nicht. Jetzt hält sie einen Pfeil in der Hand. Den Wein will ich doch nicht wegschmeißen. Wo bist du denn schon wieder? Ach, da. Da ist schon wieder Sachen raus. Mal guckst du, Blümchen. Die hat wieder einen Platz frei, ne? Ich habe den Bogen jetzt tatsächlich weggenommen. Gut, wollen wir das vergammelte Fleisch rausnehmen? Ja, können wir auch machen. Soll sich nicht so anstellen. Oha. Das gekochte. Oh cool, da bin ich direkt wieder bei 91. Die Schweineschmarten haben eine Haltbarkeit von 48 Stunden. Also, ist super. Ne? Da geht noch was. So, da hinten, das sieht schon wieder sehr nach Wüsteneingang aus. Ja, da wollen wir ja auch hin. Ah, okay. Oder wolltest du hier jetzt eine Basis aufbauen? Dann bin ich auch dabei, aber. Ich ging jetzt davon aus, wir treten jetzt langsam tatsächlich den Rückweg an, weil wir beide überladen sind, unsere Gefährten auch. Ich glaube, es wäre gar nicht mal so doof, wenn wir, bevor wir das nächste Mal losziehen, uns noch einen Träger zähmen. Das ja, überreden einen, für einen, uns einen zu Träger arbeiten. Anwerben. Ja, wir können ja im Dorf mal ein bisschen fragen, ob wir ein Problem damit hätten, wenn wir die halbe Bevölkerung bewusstlos schlagen und sie dann in unser Dorf zerren. Ich glaube, hier irgendwo hatte ich mal gebaut. Auch eine schön weite, freie Fläche. Genau das bietet deswegen. Sich zum Bauen an, ja. Weil ich halt, weiß nicht, dieser acheronischen Ruine oder was das sein soll. Ja, da muss man nicht unbedingt im Schatten die von sind hausen. Jetzt nicht so schön. Das habe ich mir auch gedacht. Aber es war halt oder noch in der Nähe der Wüste, sodass ich mich da relativ zügig schnell zurückziehen konnte, weil die waren ja auch mal nicht ganz so freundlich. Oder aber Kamele, worauf beziehst du das? Ich hab den Zusammenhang nicht mit. Von mir oder vom Chat? Vom Chat. Achso. Da wurde über Kamele geredet. Ich habe Chaosmond entdeckt. Ja, wir wollen ja, also wenn wir Kamele entdecken, wäre das natürlich nett, aber bis jetzt haben wir noch keine gesehen. Im Trailer Kamele war eins drin. Wären, cool. Also auch wie andere Reittiere, ne? Reittiere und so fahren kommen. Ja. Hust, hust. Ach, da verlassen wir das schöne Grün. Ja, ich möchte sofort wieder umdrehen, wenn ich das hier sehe. Auf der anderen Seite möchte ich wissen, ob die Pets jetzt endlich mal fertig sind, dass wir tatsächlich noch ein bisschen was davon zeigen können. Was ist denn jetzt hier raus? Oh ja, wir kommen auf der Ebene raus, die wir auch noch nicht so gut kennen. Ja, das ist also super schlau im Sinne von uns. Im Sinne von überhaupt nicht kennen. Ja, wollen wir einfach durchsprinten? So Richtung Sklavenstraße und unser Eisenlager?
nach dem Motto, gib ihm und gut ist. Weil so wie ich uns kenne, hoppala. Ich hoffe, du nimmst die Mauer runter. Was? Was mache ich? Ob du kletterst. Weil ich falle gerade. Aber du hast das Fallen überlebt? Ja, weil ich mich alle 2 Meter an der Wand festhalte. Also wow. ich bescheiße das Spiel quasi. Ich halte mich an der Wand fest, bis ich den Sturz abgebremst habe, drücke C, weil er dann die Wand loslässt, rutsche dann so 3, 4, 5 Meter die Wand wieder runter, drücke Leertaste, dass er sich wieder festhält. Und das mache ich halt quasi so lange, bis ich unten bin. Wackel in der Hand. Ja, ich bin einfach runtergelaufen hier, ne? Wie, es gibt einen Weg? Naja, einen Weg nicht, aber es gibt eine Stelle, wo man ziemlich einfach runterhüpfen kann. Na, das ist ja langweilig. Die Meere ja, und so. Ja, es ist aber auch irgendwie sicherer, ne? Ach, Pillepalle. Brauchst du noch Wasser? Nö, nee, ich bin gut versorgt jetzt tatsächlich. Okay. Da, die Richtung. Wenn du ist noch heiß. Fackel in die Hand nimmst, dann heiß. Verliere ich dich nicht. Aber noch sehe ich dich. Ich höre irgendwas lang. Okay. Ja. Achso. Die hat ja nichts rausgehalten. Die ist ja ein bisschen enttäuschend. Nicht getroffen. Wir sollten uns aber ehrlich gesagt wirklich beeilen. Und zwar habe ich eine ganz große Furcht. Vor Sandstürmen? Mhm. Aber wir haben doch ein Zelt. Achso, ja, dann bin ich ja doch noch etwas beruhigt. Mega leck. Was? Um Leckse. Wow. Was ist das? Achso, jetzt hat er sich wieder eingefroren. Ach, noch bestanden. Aua. Oh, ich bin vergiftet. Das ist ja schön. Du kannst echt nichts liegen lassen, ne? Oh, guck mal, eine Giftdrüse. Auch mal für irgendwas. Ja, deine Alchemie bestimmt. Ja, ich glaube tatsächlich. Da sind Schlangen und Gazellen. Ja, gut. Ja, ja, Schlange, stell dich nicht so an. Oh mein Gott. Besser. Ach, fürs Tragen helfen die Kamele. Ja, das wäre super. Ja, wenn wir sie nur finden. Bis jetzt haben wir noch keine gefunden. Ich höre Frösche. Doch, das ist ein bisschen irritierend gerade. Klingt nicht wie... Oha, die halten ja tatsächlich gar nichts aus. Ja, aber sie vergiften einen. Das tut schon ein bisschen weh. Soll ich mal mit dem Hackmesser drauf? Hat sie erledigt. Ja, nee, mach. Hat mal mich gucken, getroffen, offensichtlich. Mal gucken, was so eine Schlange rausbringt. Ah, nur Wildfleisch. Toll. Das kann dann gleich wieder weg. Ah, die Sonne geht auf. Yay. Wie schön. Wir müssen in die Richtung, zu dieser Brücke da. Ja. Sonst rennen wir direkt in die namenlose Stadt. Das wollen wir ja nicht. Hallo? Ja, das war ja wohl nix. No. Was, da hat ja aber wieder Freunde angelacht. Mhm. Was ist das? Boah, jetzt renne ich schon seit einer halben Ewigkeit mit diesem Rucksack rum. Achtung, es ist heiß. Ja, dann trinke ich doch mal einen Schluck. Ist ja, auch ein bisschen. Bald wieder ein etwas kühlerere Gefilde. Wo ist das halt in der Wüste? Richtig. X. Ja, einen Zwischenstopp beim Eisenlager brauchen wir ja eigentlich nicht einlegen. Glaube ich jedenfalls. Naja, es sei denn, du möchtest im Schritttempo zurückgehen. Nein. Ja, dachte ich mir. Bin ich die Straße mit den Skeletten? Ach du Schande. Nee, das ist eine andere Straße mit Skeletten. Ja gut, aber... Ja. Aber wir haben eine Straße mit Skeletten gefunden.
Das Süd. Aquädukt. Ach so, ja, natürlich. Kennt man sofort. Jetzt, ja, okay, dann müssen wir jetzt. Ist ja auch entweder dem Wasser folgen oder. Da haben wir noch eine Spinnenhöhle. Und das sehen ziemlich fiese Spinnen aus. Ja! Sieht nicht aus wie die normale. Schreck mich doch nicht! Erschrick mich doch nicht so. Weißvieh. War ich den. So. Ist Vieh. Spinnenfäden. So, ich geh hier mal wieder runter. Gehst da mal wieder runter? Ja. Yep. Ich seh das, ich seh das. Auf meine Arme. Ja. Klappt nicht so gut. Krieg das hin. Okay. Ja, okay. Ja. Ich hätte es hingekriegt, aber der Weg war zu kurz. Achso. Das wird ja nicht der letzte Berg gewesen sein. Ich meine, das ist ja fast meine normale Art und Weise, wie ich mich fortbewege. Was zum Teufel bist du denn für eine hässliche Spinne? Die Trulla versucht es jetzt tatsächlich mit einer bloßen Hand. Naja, immerhin ist sie nicht mehr blöd rum. Komm, weißt du was? Hier, ich gebe dir das Schwert wieder. So, dann schießt du wenigstens nicht mehr wild in der Weltgeschichte rum. Das kann ja schon mal nur eine Steigerung sein. Dass du die Spinne nicht mehr weiter ausnimmst? Ja, weil ich das Fleisch nicht brauche und ich mein Häutemesser nicht dabei hatte. Deswegen. Ja, so sind... Oha. Hat er das Messer da reingelegt? Ich bin verwundert. Das ist zu gehen. Wo hast du das Messer reingepackt? Du hast das Messer bei ihr reingelegt, das ist verwundert. Ja. Also in die Primärhand habe ich ihr das gelegt, das Schwert. Und jetzt hat sie es aus der Hand rausgenommen, weil sie ja eigentlich Bogenschützin ist. Deswegen schummelt das Inventar da. Ich sehe. Oh, Wasser. Wobei, eigentlich brauche ich gar nicht so viel. Man könnte sich ja mal einen Schluck gönnen. Das sieht irgendwie gruselig aus. Die Klauen da, meinst du? Ja, da ist auch ein Eingang drin. Und eine Killerspinne. Was willst und du denn? Und hier sind Geister. Ja, ich komme gleich. Da war nur eine Spinne, die noch mit mir reden wollte. Ist auch wichtig. Oha. Ach, kennen wir die nicht? Gelernt unbekanntes Emot. Ja, Funcom. Ah, ja. Bist du? Ja, kann ich machen. Ich kritzle diese Worte in der tiefen Furcht, sie könnten meine letzten sein. Wissen wir schon, ist nicht der Fall. Albtraumhafte Kreaturen sind schreiend der nahen Höhle entstiegen und haben meinen Gefährten und mich angegriffen. Braga schlug die erste Welle zurück, allerdings auf Kosten unserer wertvollen Lebensmittel, die die Kreaturen dabei erbeuteten. Braga und ich sind uns auf dieser Reise so nahe gekommen, dass schon die kleinste Gewichtsverlagerung ein ganzes Gespräch vermittelte. Als er mich ansah, war klar, dass ich bleiben und das Lager bewachen sollte, während er in die Höhle hinabstieg, um unsere Vorräte zurückzuholen. Und jetzt sitze ich hier zusammengekauert und warte auf seine Rückkehr. Addendum. Es hat sich herausgestellt, dass ich ihm in die Höhle folgen und helfen sollte. Und jetzt habe ich Kopfschmerzen von dem Hieb, den er mir versetzt hat. Unbekanntes Emote. Gleich mal suchen, ne? Ja, unter Flirten ist es schon mal nicht. Guck mal hier, Schlangentanz habe ich noch gar nicht. Ungestüme Umarmung. Ihr auch überhaupt gar nicht. Provozieren haben wir jetzt auch Kehle durchschneiden. Oh, Tatsache, wo haben wir denn das gelernt? Weiß ich nicht. Jubeln ist immer noch nur das eine. Entspannen sind dieselben. Halten. Und wir haben... Ausdruck, was ist das? Gähnen. Das ist dann mehr nach Affe als alles andere.
Verehren und da habe ich bei Grom. Klang nur eher wie ein Affe. Na gut. Hier. Ja, das klingt schon besser. Ja. High five. was haben wir denn da? Verschränkte Arme und unterwürfig? Ja, das kennt man ja schon. Ne, ich glaube, wir haben tatsächlich diese Verehrung gerade gekriegt. Kann das sein? Sind ja auch mehrere, ne? Ja. Sitzen beten habe ich noch und Knie. Das sieht jetzt nicht irgendwie. Oh, da habe ich auch ein süßes Neues. Achselzucken. Oh. Bei Gespräch. Bei Gespräch, Achselzucken. Oh, ja, die Gesprächsdinger haben wir ja bei diesem verrückten Wissenschaftler gekriegt. Da ist ja auch die ungestüme Umarmung mit bei, weil der Affe das ja bei dem auch gemacht hat. Der ungestüme Umarmung. Sandsturm. Ich habe mich gerade gefragt, warum wird denn das zu dunkel? Pfeil Sandsturm. Ach, auf die andere Panik. Flussseite und Zelt aufsetzen oder in die Höhle und kämpfen. Die beiden Möglichkeiten haben wir.